Studieren geht auch anders. Ich grüße Sie recht herzlich zur Vorlesung Bildung für nachhaltige Entwicklung. Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zur Vorlesungsreihe Nachhaltigkeit und Betriebswirtschaftslehre. In der ersten Episode soll es um die nachhaltige Gestaltung von Distributionssystemen, von Ausliefersystemen gehen. Das zentrale Ziel ist, das Konzept des Nachhaltigkeitsmarketing auf verschiedene Unternehmen und Branchen situativ zu übertragen. Warum ist Nachhaltigkeit für das Personalmanagement von heute für Bedeutung? Zunächst die Frage, warum kann das Rechnungswesen einen Beitrag leisten, um Nachhaltigkeit in den Unternehmen zu steuern? Wir haben also auf der einen Seite die Ökonomie, wir haben marktwirtschaftliche Rahmenordnung, wir haben einen Wettbewerb. Und was ist in einer modernen Gesellschaft Konsum anderes als Bedürfnisbefriedigung? Eine Idee, eine Entdeckung muss da sein und üblicherweise in der Betriebswirtschaftslehre sagt man, wenn es erfolgreich am Markt eingeführt ist, dann kann man davon ausgehen, ja, dann kann man einen Schnitt machen. Wie es auf der Folie dargestellt ist, Wirtschaften ist ein Handeln, welches auf die Herstellung eines optimalen Verhältnisses von Zwecken und Mitteln abzielt. Wir werden dabei CSR mit 4 großen Bereichen des Managements verknüpfen. Es ist natürlich in Anführungszeichen leichter, wenn Sie Win-Win-Situationen identifizieren. Das ist das historische Argument viel länger als die Wertschöpfungskette, ist die Werterstellung der einem Einzelunternehmen, die Produktion, also auch der produktionsintegrierte Umweltschutz. Sie sehen dieses ausgeführte Pyramidenmodell unten auf der Basis. Natur als Vorbild, ganz charakteristisch das Lernen von den Ökosystemen. Und insbesondere, wenn es eben jetzt darum geht, die industriellen Systeme zu verändern in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Wir müssen als Wissenschaftler durchaus Bekenntnisse ablegen dazu, dass wir es für sinnvoll und geboten halten, dem Umweltthema mehr Raum zu geben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, Sie haben einige Impulse mitbekommen und würde mich freuen, wenn Sie in dieses Thema noch etwas tiefer einsteigen würden. Herzlichen Dank. Ja, liebe Studierende, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Lerneinheit im Rahmen unserer Vorlesungsserie Klimaschutz und Klimaanpassung. Herzlich willkommen zur Episode 1 zum Thema Anforderungen und Folgen der Energiewende. Ich freue mich, dass ich heute hier die 2-3 Episoden halten darf. Aus meiner Sicht ist das Thema absolut aktuell derzeit. Wir wollen uns heute mit der Lerneinheit Klima- und Erdsystem beschäftigen. Heute möchte ich ein bisschen mit Ihnen darüber sprechen, was Konsum mit Klimaschutz, was das miteinander zu tun hat. Bodendegradation und Desertifikation. Was sind die Lernziele? Sie sollten nach dieser Lerneinheit grundsätzliche Mechanismen des Zusammenhangs zwischen Klimawandel und Gesundheit darstellen können. Und zum Zweiten die planerischen Steuerungsinstrumente und die Gestaltungsmöglichkeiten für eine gute landschaftliche Integration sind verstanden worden. Also wir versuchen den Veränderungsbedarf zu erfassen, naturräumlich. Was ändert sich da in der Wirtschaft, in den Institutionen, in den Wertschöpfungsketten? Meinen Sie, dass wir genug Umweltschutz, genug gesetzlichen Umweltschutz inzwischen haben? Also ob das genug Gesetze sind zum Umweltschutz, das kann man eigentlich nie sagen. Eine Gesellschaft ist immer einer gewissen einer Entwicklung unterworfen. Also Sie können nicht einfach sagen, Kartoffeln sind CO2-freundlich oder klimafreundlich, sondern Sie müssen auch noch danach fragen, wie sind die denn zubereitet worden? Und Sie sehen, dass sie, je näher sie an der frischen Qualität liegen, desto geringer ist auch der CO2-Fußabdruck. Eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ist eigentlich nichts anderes als ein Motor bei Ihnen im Auto. Der wird mit Diesel oder mit Benzin betrieben und Sie wissen, er erzeugt Kraft, denn das Auto fährt ja.
und gleichzeitig als Beiprodukt erzeugt dieser Motor Wärme. Das Wetter, das ändert sich praktisch von Tag zu Tag und das ist eben wirklich so unberechenbar, dass wir auch mal wieder sehr kalte Temperaturen bekommen und dann geht natürlich sofort die Diskussion los, gibt es denn wirklich die Klimaerwärmung oder nicht? Und wir sehen uns dann in Kürze wieder, wenn wir die zweite Episode betrachten zum Thema eines ganz konkreten Beispiels einer energetischen Gebäudesanierung. Herzlichen Dank. Liebe Studierende, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie zu dieser Veranstaltung gefunden haben. Fiktive Erfahrungsräume zur Kompetenzvermittlung von BNE werden uns im Rahmen dieses Kurses beschäftigen. Wir werden uns heute auseinandersetzen mit dem Bilderbuch Polymer und die Lerneinheit ist, wie gewohnt, in drei Episoden gegliedert. Wenn man das jetzt versucht, auf die kulturökologischen Funktionen zu beziehen, wir können hier sehen, dass kulturkritische Metadiskurse an vielen Stellen auch explizit geäußert werden. Das ist ja im Prinzip eins von den Hauptkritikpunkten an Literaturverfilmung. Das ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. So, wo ist der Roman hier zu verorten? Ist es eher so ein Best-Case-Szenario oder ein Worst-Case-Szenario im Vergleich mit anderen Texten? Also es ist einmal der Blick hin von der Literatur hin zu den Umweltdiskursen. Mhm. Und jetzt ist es sozusagen umgekehrt von den Umweltdiskursen hin zur Literatur. Hello and welcome to Sustainability Marketing Lecture 1 on Marketing in the 21st Century, in which we'll begin our journey into the world of sustainability and marketing to look at really where they come from and how they've come together to create new challenges and opportunities for the 21st century. In this lecture, we will discuss social and ecological problems on a macro level and then on the micro level. It's the way in which they promote their product to the customer, and promotion really is a very unidirectional way of thinking about marketing communication. It's about promoting our product to the consumer. But what really is brand ethos all about? First of all, I would say it's a key term regarding sustainability marketing values and objectives. Very often, sustainable marketing solutions currently exist in kind of market niches, reaching a relatively small proportion of the market. You have to say, well, what would happen if that was scaled up? What would happen if it did? If those technologies were to be provided to the mass of the market, would that create more problems? Welcome to the lecture series, World in Transition, a Social Contract for Sustainability. Today, we're going to deal with lecture 2 on global megatrends, and we mainly focus here on the first chapter of the WBGU report on World in Transition, a Social Contract for Sustainability. And a social contract clearly is a reference to Jean-Jacques Rousseau, it's a contrat social. Yeah. And lecture 3 will deal with climate change and the impacts of climate change. Episode number 1, which you can already see here, is on investment requirements, financing options and investment barriers. We will deal with the role of the proactive state. We are going then to discuss drivers of low carbon transformation processes. We will explain the concept of change agents. The lecture is about transformation of energy systems, and I would like to show you a kind of a bird's eye view of the grand transformation that has taken place in the evolution of the humanity on this planet. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Vorlesung Bildung für nachhaltige Entwicklung. Heute ist das erste Kapitel und die erste große Thematik auf der Agenda. Es geht um die Hintergründe und die Notwendigkeiten von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das erste Lernziel ist, dass Sie den Begriff der Nachhaltigkeit ein Stück historisch herleiten können, denn das ist schon wichtig auch für das heutige Verständnis. Wenn man sich die Ressourcenverbräuche anschaut, dann sagt man, wir verbrauchen derzeit eigentlich 1,4 Erden, wir haben aber nur eine. Global gesehen, wir verbrauchen so viele Ressourcen, dass man das auf die Dauer nicht weiter treiben kann. Es ist ja nicht so, dass man sagt, du kannst alles verbrauchen und musst nichts tun, sondern es ist ja der Versuch zu sagen, du kannst die Dinge brauchen, du musst aber gleichzeitig dafür sorgen, dass aus dem Verbrauch heraus du Ressourcen dafür hast, dass du intelligente neue Lösungen findest. Okay.
and welcome to the Civic Ecology course. The framework of civic ecology is premised upon the understanding that the well-being of individuals and their communities depends on civic engagement and the performance of civic duties. So what civic ecology is in itself is a way of life of a community interacting with the environment. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Transition Management. Mein Name ist Uwe Schneidewind, ich bin Präsident des Wuppertal-Institutes und freue mich sehr, mit Ihnen diese Veranstaltung gestalten zu dürfen. Starten möchte ich mit einem Gutachten, das im Sommer des Jahres 2011 erschienen ist, und zwar vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Und in diesem Companion spielt neben einer allgemeinen Einführung eine Übersicht über die Schlüssel, Ingredients, wie Rob Hopkins es nennt, oder Tools, Bausteine, eine entscheidende Rolle. Ich komme nun zur ersten Lerneinheit mit dem Titel Entstehung und Zielsetzung des Leitbildes nachhaltiger Entwicklung. Die Lernziele dieser Episode bestehen darin, dass Sie erstmal die Ziele von Umweltinnovationen darstellen können, genauso wie einige Handlungsfelder ökologischer Nachhaltigkeit und Umweltmanagementsysteme kennen und diese auch erläutern können. Und in diesem Artikel 1 steht, es obliegt den heutigen Generationen sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Interessen der heutigen und künftigen Generationen uneingeschränkt gewahrt werden. Demografie ist nicht nur eine Sozialwissenschaft, sie ist eine Formalwissenschaft. Und deswegen sollten wir uns mit einigen Begriffen auseinandersetzen, die ständig kommen. Es hat also vom Beginn der Menschheit vor 2 Millionen Jahren, etwa 2 Millionen Jahre gebraucht, bis wir von 5 oder 10.000 Individuen auf 1 Milliarde Menschen gekommen sind. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Nachhaltigkeit und Unternehmensführung. Was müssten Unternehmen tun, um sich insgesamt nachhaltiger zu verhalten und selbst vielleicht auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten? Ich glaube, dass das Nachhaltigkeitsproblem uns auf allen Ebenen, man kann sagen, auf allen Systemebenen begegnet und dahinter immer das Gleiche, die gleiche Herausforderung liegt. Die strategische Aufgabe ist die Aufgabe, deren Ressourcenzufluss dauerhaft zu sichern. Aber richtig ist diese Frage der immateriellen Ressourcen. Da ist die besonders brisanteste Frage. Wie entstehen sie? Wo kommen sie her? Was muss ich tun, damit sie auch kommen? Willkommen zur ersten Lerneinheit Menschliche Ernährung und Weltbevölkerung. Wir werden uns in der ersten Episode mit der globalen Perspektive des Bevölkerungswachstums beschäftigen. Also, ich hatte natürlich die Extreme gezeigt, damit wir hier in Europa, in Deutschland auch wissen, wie Landwirtschaft anderswo noch sein kann und wie sie früher bei uns natürlich auch mal gewesen ist, aber das ist lange her.